MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Das eigentlich? Bin ja nicht wirklich lieb. Von dem her. Oh, das sieht cool aus. Und hier haben wir auch schon wieder neue Rinder. Nice. Ich glaube, hier machen wir dann auch gleich erstmal wieder Schluss. So. Warte mal, das Leder würde ich ganz gerne mal mitnehmen. Das brauche ich ja. Um zu gucken. Aber was kann ich dafür wegschmeißen? Das Schwert. Das braucht auch keiner mehr. Ich habe nur ein Lichtschwert. Für neue Klamotten brauche ich aber ein bisschen mehr, ne? Ein bisschen mehr Leder. Oh, vielleicht 4 Stück. Brauche Leben. Wie viel Leder haben wir denn jetzt mittlerweile? 2. Nice. Nicht. Gucke mal. Pumpkins. Richtig selten eigentlich, ne? Brauche ich aber nicht. Nö. Warum? Hier drüben sind noch ein paar Gegner. Habe ich gerade gesehen. Die Braunen sind ein bisschen stärker, die halten ein bisschen mehr aus. Man sieht auch mal, man hat einen Cooldown, ne? Oh, wie ich alle wegschnetzle, ist ja geil. So, nächstes Level. Choking Before Us, Level 1. Upgrade. Ah, guck mal, unsere Punkte. Okay. Hier, Choking Before Us. Nice. Wurde mir davor noch nicht angezeigt. Warte mal, ich will mal kurz gucken, was es ist. Ich erwürge ihn. Wie nice. Guckt euch das mal an. Er hält seine Hand. Geil. Das ist ja cool. Nice. Hatte ich das beim letzten Mal auch so auf dem Bildschirm, dass es das so gab? Ja, Level 3 und halt pro Level kann man halt immer die Power Skill. Point 1 haben wir hier. Funktioniert aber nicht mehr wirklich. Ja. Keine schlechte Fähigkeit auf jeden Fall. Kann man ein bisschen angeben mit. Das ist cool. In der Tat. So, überall schon wieder Schweine hier, ihr Schweine. Gut, Leute, ich würde mal sagen. Wir haben 14.900, das ist, ja, ein bisschen was an Credits haben wir jetzt hier mittlerweile erfarmt. Beim nächsten Mal geht dann die Farming-Aktion weiter. Oh, was ist denn das? Wie sieht denn das aus? Steine an der Oberfläche. Das ist ja auch mal cool. So, ein bisschen Kohle mitnehmen. Was haben wir hier? Irgendwelche Segmente. Hier auch Kohle. Bisschen bald mal nur das Werkzeug machen. Eisen bräuchte ich mal wieder, ne? Mit so viel Eisen verschwendet. Der Bagdad-Container funktioniert ja leider nicht. Warum denn nicht? Ich verstehe es auch nicht. Theoretisch könnte man auch so Diamanten erschnüffeln. Wäre ein bisschen Cheaterei, oder? So, hier so, warte. Ja, kann man richtig in den Untergrund gucken. Können wir ja mal schreiben, soll ich das benutzen, soll ich das nicht benutzen, ausnutzen? Manchmal komme ich auch nicht drum herum. Oh, hier, 3 Eisen. Oh, ich liebe diese Musik. Ich töte jetzt mal einen von denen hier. Ja, der gibt
Ja, 5 geben die, wow. Und Erfahrungspunkte, ne? Aber ich denke mal auch nicht so viele. Aber was willst du sonst mit den Flaschen hier machen? Außer killen. Ah, hier sind neue Gegner, die erledigen wir eben noch und dann ist erstmal Pause. Ich wechsle meine Fähigkeit eben nochmal. Bei mehreren Gegnern ist es besser, man wirft erstmal sein Lichtschwert. So, jetzt kann ich meine... Oh, schade, der ist auch gestorben. Ich wollte gerade meinen Würgegriff einsetzen. Ja, ich finde, wir haben ordentlich was geschafft dieses Mal wieder. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann an, ob wir denn nicht mal die Jedi-Ausrüstung herstellen können. Weil ich glaube, eins ging. Ich glaube, das war die Jedi-Ausrüstung. Ja, gucken wir mal, ne? Und ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Und ja, ich hoffe, ich halte beim nächsten Mal wieder ein. Dann werden wir uns noch ein Lichtschwert craften. Dann geht's mit 2 mal so richtig ab. Sind wir die Kings. Ja, und ein bisschen erkunden, leveln. Vor allen Dingen brauchen wir Credits. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.